350 Euro. Das reicht dir doch diesen Monat zum Essen, oder? Mehr habe ich gerade nicht. Sonst kriege ich da auch immer 400. Bin ich ein Goldesel. Kauf dir weniger Süßigkeiten. Pass auf dich auf, ja? Nicht ja, brüllen, nicht die ja, Leute anquatschen. Oh, und nach der ja. Arbeit gleich zum Bus. Ja, Mama, ist gut. Ja. Schönen Tag, hab ich dich auch. Nicole. Ich kann weder Klavier spielen, noch kann ich schreiben. Zumindest keine Romane. Geschlechtsverkehr. Hm? Was ist das? Ja, Bumsen. Du Idiot. Redet du Idiot, komm her. Nein. Auf der Welt und endlich spielen. Da heißt es nämlich am Anfang, Zeit, dass du endlich dein Studium beendest. Und zwar bevor ich tot bin, dann habe ich wenigstens noch was davon. Eine Heulerei macht das Ding auch nicht wieder ganz, ja? Nicole, mit wem sind Sie denn zusammen? Mit dem Hermann. Und was mit dem Mann? Mit dem habe ich Schluss gemacht. Das habe ich aber anders gehört. Möchten Sie etwa auch, dass der Hermann mit anderen küsst? Nein. Aber Sie machen es schon. Nee, er nicht. Wieso? Weil du dauernd aus dem Maul stinkst, Alter, wie eine Kuh aus dem Arsch. Mama, ich möchte bitte bald ein Baby haben. Das wäre keine so gute Idee. Und ein Baby kommt für jemanden wie dich gar nicht in Frage, weißt du doch. Hallo. Was ist? Ganz nass. Nicole. Hallo, du schöner Junge. So macht Lernen Spaß, was? Sie haben mich gar nicht mehr angerufen. Ich hatte Ihnen doch meine Nummer gegeben. Ach, Sie waren das? Ja. Da komme ich da um die Ecke, ja, und da stehst du mit dieser blonden Muschi da. Okay, du hast mich beobachtet, verstehe. Weißt du, dass ich heute früh richtig glücklich war, ja? Alles gut, ich gehe mal. Ich gehe einfach mal und überleg mir, wann ich wiederkomme. Besser gar nicht. Ist das jetzt was Ernstes zwischen dir und diesem Professor? Was ist jetzt hier, keine Temperatur? Nein! Du bist einfach zu alt, um deine Zeit mit aussichtslosen Affären zu verplempern. Nicht ich bin das Problem, du bist das Problem. Mach mal eine Therapie und lass mich aus deinem Psychoscheiß raus. Jetzt ist sie völlig übergeschnappt. Es besteht aber kein Zweifel. Ihre Tochter erwartet ein Baby. Was? Und von wem sollte sie schwanger sein? Hm? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Was fällt dir ein? Meine kleine Nicole. Kannst du mir das mal sagen? Ich habe nichts gemacht. Wenn er sagt, er war es nicht, dann war es nicht. Wir können uns ein Kind einfach nicht leisten, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Das hier, das geht alles nicht mehr. Ich will kein kleines Spielzeug brauchen, Lee. Ich hasse dich. Du blöde Missgeburt. Da sieht man mal wieder, wohin das führt, wenn man immer so modern ist. Da steht man nämlich am Schluss alleine da. Kapiert? Oh mein Gott. Schamlos ausgenutzt. Aber sie hat mich, ich meine, sie hat damit angefangen. Bist du an ihr gekommen oder nicht? Ja. Niemand darf aber einen Zipfel anfassen. Ja. Und unter der Bluse hat keine Hand was verloren. Ich hab keine Bluse an.